Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Im letzten Part haben wir endlich das Rätsel der Sucher gelöst, der Verschwundenen. Und ja. Jetzt müssten die Berichte inzwischen auch fertig sein, ist ein Tag vergangen inzwischen. Jawohl. Die Extremisten. Denkmal für Haven. Und hier haben wir der jagdgrüne Drakulisk. Jägerschatten-Drakulisk. Reittier! Das werde ich sowas auch gleich ausrüsten. Ist hier jetzt neue Ressourcen im Pfahlbruch? Ressourcen. Verpflichtung im Sinne der Inquisition. Inquisitor. Mach du das mal schnell. Ah ja, genau. Wir stehen euch zu Diensten. So. Hat Liana gerade noch irgendwas zu tun? Archive von Montfort. Ein Hauptmann hat uns diese Skizzen der Mauern geschickt. Unsere Experten sagen, sie sehen elfisch aus. Interessant. Heißt das, Korypheus schickt Scholaren aus, um etwas zu finden, das die Elfen begraben haben? Oder etwas, das mit ihnen begraben wurde? Wie es auch sein wird. Die sind jetzt erstmal beschäftigt. Frage ist, was machen wir jetzt? Ach ja, genau. Ich weiß, was ich mache. Ich rüste das neue Reittier aus. Sobald ihr alles geladen hat, versteht sich. Danke. So, runter geht's. Ab zum Stall. Und dann mal gucken, was der Questlog noch so sagt. Dieser Korypheus ist wie eine Schlange. Das Konklave Haven. So, Stelle. So, jetzt ist das mein Reittier. Ein Drakulisk. Sieht hart komisch aus. Teuer die halt auch sind. Na, ja, egal. Questlog. Blackwall, okay. Das ist Kartentisch. Bücher. Okay. Nur noch das hier. Ah. Na gut. Machen wir das. Dann geht's wohl nicht hin, wenn wir was aufschieben könnten. Also klar, wir könnten jetzt irgendwie durch die verschiedenen Gebiete rumeiern und alles Mögliche suchen, aber wozu? Achso, Kräutergarten. Sollte inzwischen auch wieder gewachsen sein. Denn du bist das Feuer im Herzen auch nicht. Der Welt. Und du allein spendest. Gut, dann nicht. Dann, ja, ab zum Krieg gerade, ne? So, rein da. Ich kann auch noch mit Cullen reden und mit... Na, wie heißt sie? Liliana.
So, dann, ja. Hier wartet der Abgrund. Festung Adamant hat der dunklen Brut seit der Zeit der zweiten Verderbnis getrotzt. Das heißt, sie wurde vor dem Zeitalter moderner Belagerungsgeräte erbaut. Ein gutes Tribok reißt große Löcher in diese alten Mauern. Und dank unserer werten Botschafterin... Lady Sarah von Jada leitet der Inquisition ihre Pioniere. Sie haben die Tribok schon in Stellung gebracht. Na, sieh mal an. Das ist die gute Nachricht. Ich höre. Und die schlechte? Für Arimond war das Ritual in den Westgraten ein Test. Gut möglich, dass er in der Festung schon seinen Dämonen hersammelt. Unsere Truppen können das Tor nehmen, aber wenn die Wächter schon ihre Dämonen haben... Ich habe Baupläne von Adamant gefunden. Es gibt einige Engstellen, die wir nutzen könnten, um das Schlachtfeld zu begrenzen. Sehr gut. Wir können sie vermutlich nicht direkt besiegen. Aber wenn wir ihren Nachschub kappen, kommt ihr vielleicht an Kommandantin Clarell heran. Tja, das wird ein Blutbad. Diese Festung wird viele gute Soldaten das Leben kosten. Unsere Männer kennen die Risiken. Und sie wissen, wofür sie kämpfen. Es wird ein harter Kampf, keine Frage. Aber wir öffnen dieses Tor. Außerdem wäre es möglich, dass einige Wächter unserer Sache gewogen sind. Vielleicht lassen die Krieger mit sich reden, aber sie werden sich kaum offen gegen Clarell wenden. Die Magier sind allerdings Sklaven von Corypheus. Sie kämpfen bis zum Tod. Unsere Belagerungsmaschinen und Truppen sind bereit, Inquisitor. Auf euren Befehl wird Adamant fallen. Auf meinen Befehl und durch meine Hand. So, ich nehme mal wieder Sarah mit. Cole war lustig, aber... Jetzt geht's ums Ganze. Also, bestmögliche Truppe. Wobei. Doch, Sarah haut viel zu viel Schaden raus, um auf die jetzt zu verzichten. Hätten wir auch Vivian überlegen können, aber... Nee, Sarah. Ach ja, Loading Screen. Interessanter Rambock. Auf zu den Inquisitor. Für die Wächter! Ja, Moment, erstmal so. Und dann so. Nehmen wir ganz gut AOE-Schaden, ist ja ganz knapp. So, da hinten ist nichts mehr sonst, das heißt. Auf den da vorne. Moment, das ist eine Barrikade. Lol, wir sehen gerade den Charge. So, wir haben ein paar Verbündete, wie es aussieht. Rückzug! Sie sind durchbrochen! Durchgebrochen! Da habt ihr euren Weg hinein. Viel Glück. Wir beschäftigen das Hauptheer der Dämonen, solange wir können. Ich komme schon klar. Sorgt einfach dafür, dass unseren Männern nichts geschieht. Wir werden tun, was notwendig ist, Inquisitor. Wächter Stroud wird euch den Rücken freihalten. Hawk ist bei unseren Soldaten auf den Wehrgängen. Er unterstützt sie, bis ihr eintrefft. Die Gegenwehr auf den Mauern ist zu groß. Unsere Männer kommen nicht über die Leitern. Wenn ihr es schafft, die Wehrgänge freizumachen, könnten wir euch Deckung geben. Na dann, machen wir das. Da lang.
LOL, was ist denn da passiert? Ui, jetzt ist aber gerade vorgecharged, die Cassandra. Der sieht aus wie... Ach, das ist der Typ. Au. Jemand müsste sich mal die Fernkämpfer vornehmen. Also halt wirklich mal. So wirklich, wirklich. Und nicht alle auf den Tank gehen. Komm, stirb einfach. So, okay, das hat geklappt. Dann, ist hier. Inschrift auf einem Tribockstein. Das ist weird und makaber gleichermaßen. Hallo? Danke. Eins. Zwei. Diese Kombo funktioniert manchmal irgendwie nicht richtig. So, Wehrgänge frei machen. Bleib zurück! Wir lassen uns nicht für irgendein wahnsinniges Ritual opfern! Gute Ansicht, Leute. Sehr schöne Ansicht. Auf die Schatten. Nein, Korrektur auf die Magier. Es ist sinnlos. Sie sind nicht bei Verstand. Alle auf die Magier, bitte. Danke. Jetzt auf den da. Was sind eigentlich Bindungsmagier? Was unterscheidet die von anderen Magiern? Level up, cool. Kommt nicht näher! Wir sind keine Feinde, Wächter Tschernoff. Wieso sollte ich euch trauen, Stroud? Ihr habt die Wächter verraten. Clarell verlangt euren Tod. Die Inquisition ist nicht hier, um Wächter zu töten, sondern um Clarell aufzuhalten. Wenn ihr euch zurückzieht, geschieht euch nichts. In Ordnung. Meine Männer werden sich zurückziehen. Wir wollen hiermit nichts zu tun haben. Verfahrt mit Clarell, wie er es für notwendig erachtet. Jetzt auf einmal. Gut gesprochen. Ich hatte gehofft, dass einige der Wächter Vernunft annehmen würden. So, das heißt, wir sind einen Schritt näher an unserem Pseudo-Lifestyle. Was macht das hier eigentlich genau? Oh, das ist cool. Und mehr Konsti. Was ja auch so mit der Grund, warum ich diese Klasse gewählt habe. Ach Leute, die hat auch ein Level up. Was haben wir hier Schönes? Mehr Klugheit. Oder in Sturm ein bisschen skillen. Blitzfiole. Erhöhung des Trankmaximums. Okay. 1000 Schnitt lohnt sich auf jeden Fall nicht auf dem Fernkämpfer. Geh mal hier rein. So. Was ist denn da? Eine Türe. Ach, da geht's zu den Wehrgängen wahrscheinlich. Ja, sieht gut aus. Hi. Ja, ich krieg deutlich mehr Mana zurück, das ist richtig. Und das heißt wiederum, ich kann meine Kombi so wieder durchziehen. Aber nachdem ich die Barriere hatte, muss ich kurz warten, bis ich mehrfach zuschlagen kann. Egal, stirb einfach. Den Stab weg. So, Belagerungspositionen sichern. 1 von 3. Ich glaube, das hat wehgetan. Wo war der denn hin?
Drängt die Wächter von der Leiter zurück! Yep. Haben wir gerade vor. Was willst du denn? Bleibst du hier? Ja, gut, so geht's auch. So, der stirbt. Der Bereich ist gesichert. Auf zur nächsten. So. Ihr da könnt hinten weiter geht's vordringen, euer Gnaden. Wir machen dem Rest eurer Truppen einen Weg frei. Okay. So, steht da hinten einer? Ja, tut's. Mal gucken, wie lange noch. Oh, der ist ein bisschen mehr als bei einer. Tötet den Krieger! Könnt ihr gerne versuchen, werdet ihr nämlich nicht schaffen. Ja. Die Passive von Cassandras Bogen sorgt dafür. Wo willst denn du hin, Kumpel? Alles. Ja, da alle Gegner zerplatzen. Ringsamt. So, da hinten die andere Belagerungsposition. Komm ich da irgendwo hin? Und da geht's da hinten weiter. Und das ist sowieso alles one way. Okay, ja gut, das macht's einfacher. Ja, alles sauber und geradlinig, sobald der Chunk geladen hat. Danke. So, was aber hier? Ein Plunderwaffen. Wir haben keinen Trank gebraucht, also. Kein Vorratslager. Ja, gut, dann geht's weiter. Hi. Alle auf den bitte erstmal. Für die Inquisition! Jo. Das war eine Eisrune. Auf den Magier. Ruff. Stirb. Endlich. So. Dann. Ein Dämon der Verzweiflung. Erstmal selber verzweifeln wird. Damit die fertig sind. Hallo? Danke. Jetzt der da. Mal gucken, wie lange der durchhält. Wahrscheinlich ein bisschen, der hat nämlich ganz ordentlich Rüstung. Alle aufs gleiche Target, bitte. Oh, never mind. Alle aufs gleiche Target. Auf jeden Fall so. Krass, wenn wir da hinten abgelenkt ist. Hier war schon wieder eine Eisrune, ernsthaft? Mit ihren blöden Eisruhen immer. So, bumm. Jetzt ein Schild für euch. So, stirb endlich. Ach, das ist ein Magier von unseren, oder was? Ja, cool. Banner der grauen Wächter. So, okay, dann erstens, zweitens. Ich dachte, eure Männer könnten hier oben vielleicht ein wenig Hilfe brauchen. Yep. Gute Arbeit. Bleibt bei meinen Truppen und sorgt dafür, dass sie das hier überleben. Ich werde tun, was ich kann, um ihnen die Dämonen vom Leib zu halten. Ich weiß gar nicht, dass das Hawk ist. So. Dann jetzt Vorratslager. Und hier ist noch ein Questmarker. Für irgendwas. Egal, erstmal den Wehrgang sichern. Achso, damit geht es ja wahrscheinlich zu Carol. Sie werden niedergemacht.
Clarel. Ach, das ist eine Sie. Die brauchen da drüben vermutlich unsere Hilfe, oder? Ja, deswegen kriegen sie die ja auch gerade. Erstmal noch den kleinen Kruscht alle. Au. So, da hinten hat jemand ganz ordentlich die Rüstung aufgesteckt. So, na dann, auf den Dämon. Ist Hochmut, bitte. Das hat gerade ein bisschen Schaden gemacht. So. Neue Barriere für euch. Und du stirbst jetzt bitte endlich mal. Und ich nehme ein bisschen Schaden. Die Rüstung sind wir schon mal durch. Oh Gott, sieht da so einer, der so ewig viel aushält und so gar nicht sterben will. Aber wir tanken auch ganz gut, was? Der Gestalt alles drauf, was wir haben. Halt, so. Und dann so. Und wieder Rüstung oben. Yay. Das war notwendig. Aber wenigstens haben wir diesmal zwei Schildkrieger. Das heißt, die sterben auch nicht so schnell, wie Blackwall dauert. Das halte ich schon nie, wie oft der verreckt ist. So, na komm. Alles drauf. Du heilst dich mal kurz ein bisschen. Ach, Josephine ist berichtigt bereit. Toll. Schönen Dank. Relevante Info gerade im Moment, aber trotzdem gut zu wissen. Sie schießt eigentlich immer auf Sarah. Wieso trifft er die nie? Soll das an ihrem Holzding hängen oder wieso? Naja, sei es drum. Das hat doch mal sein müssen, ne? Naja. Sollte trotzdem nicht mehr lange dauern. Und dann sollte kein Problem sein. Das ist bloß eine Zeitfrage. Ich weiß nicht, dass ich jetzt in Nahkampf gehen werde. So durchgeknallt bin ich dann auch noch nicht. Eigentlich ist Sarah so eine, die so vom Charakter zum Nahkampf besser passen würde. Naja. Wir haben entschieden, dass es so sein wird, also war es so. Und jetzt stirbt. Natürlich schießt er nochmal vorher. Wieder eine gesichert! Hier oben irgendwas machen? Nee. Aber wir haben alle drei Punkte gesichert. Kann gut sein, dass uns das den Bosskampf ein bisschen erleichtert. Hi. Was macht ihr denn hier? Ich will aber mehr als einmal zu, danke. Danke, Kombi, so soll das aussehen. Und mächtige Geistesetzt. So, dann ab zu Clarel. Ihr seid da hinten beschäftigt, wie ich sehe. Lass ihn jetzt einmal außen rumgelatscht, werden wir einfach durch das Gitter hätten brechen können. Wow. Da geht's runter. Liegt da irgendwas? Nee, alles mit Barrieren zu. Gut, dann nehmen wir halt den vorgeschriebenen Weg. Da liegt was. 111 Gold. Oh. Haben und nicht haben. Stirb.
Schatten. Oh nein! Da ist ein Dämon des Zorns. Ich trinke mal kurz. Ach, hi. Dank euch. Hawk hat auf den Wehrgängen zahlreiche Leben gerettet, Inquisitor. Nicht alle Wächter sind gegen uns. So der Erbauer will, können wir vielleicht vernünftig mit Clarell reden. Kommandant Kallen wird uns so viel Zeit verschaffen wie möglich, Inquisitor. Unsere Truppen sind bereit, wenn ihr seid. Also der Punkt mit dem vernünftig mit Clarell reden, bezweifle ich jetzt irgendwie erstmal. Weiß nicht warum. Wächter, eben jene Welt, die zu schützen wir geschworen haben, hat uns verraten. Die Inquisition ist hier, Clarell. Wir haben keine Zeit für feierliche Worte. Diese Männer und Frauen geben ihr Leben, Magister. In Tevinter mag das nichts bedeuten, aber für die Wächter ist es eine heilige Pflicht. Es waren viele lange Jahre, mein Freund. Zu viele, Clarell. Wenn mein Schwertarm den Wächtern nicht mehr dienen kann, muss es eben mein Blut tun. Das wird es. Haltet sie auf! Wir müssen das Ritual beenden! Clarell! Wenn ihr das Ritual beendet, tut ihr genau das, was Erymont will! Und was? Die Verderbnis bekämpfen? Die Welt vor der dunklen Brut beschützen? Wer würde das nicht wollen? Und ja, das Ritual erfordert Blutopfer. Hasst mich dafür, wenn ihr wollt, aber hasst nicht die Wächter dafür, dass sie ihre Pflicht tun. Wir bringen die Opfer, zu denen kein anderer bereit ist. Unsere Krieger sterben für eine Welt, die ihnen niemals danken wird. Und dann bindet euer Verbündeter aus Tevinter die Magier an Korypheus. Korypheus? Aber er ist tot. Diese Leute würden alles sagen, um euch zu verunsichern, Clarell. Holt ihn her! Ihn? Oh, den. Bitte! Ich habe schon mehr als genug Blutmagie gesehen. Sie ist den Preis niemals wert. Sagt der Blutmagier vor dem Herrn. Ich habe die Hälfte von euch persönlich ausgebildet. Zwingt mich nicht, euch zu töten, um diesen Wahnsinn zu verhindern. Haltet euch mit dem Ritual bereit, Clarell. Dieser Dämon ist eurer Stärke wahrlich würdig. Hört mir zu! Ich habe keinen Streit mit den Wächtern. Ich habe verschont, wen ich konnte. Ich will euch nicht töten, aber ihr werdet benutzt. Und einige von euch wissen das auch, nicht wahr? Diejenigen Magier, die das Ritual vollzogen haben, sind nicht mehr sie selbst. Sie waren meine Freunde, doch jetzt sind sie wie Marionetten. Lasst euch nicht von Angst beherrschen, Wächter Tschernow. Er hat keine Angst, sondern ihr. Ihr fürchtet, dass ihr all diese tapferen Männer und Frauen umsonst in den Tod geschickt habt. Euer Mut ehrt euch, meine Brüder und Schwestern. Doch dies ist der falsche Weg. Ihr wurdet getäuscht. Clarell, wir sind so weit gekommen. Ihr seid die Einzige, die es zu Ende bringen kann. Wir sollten vielleicht herausfinden, wie viel Wahrheit in diesen Anschuldigungen steckt. Womöglich können wir ja weiteres Blutvergießen vermeiden. Womöglich sollte ich aber auch einfach einen verlässlicheren Verbündeten hinzuziehen. Mein Meister wusste, ihr würdet kommen, Inquisitor. Und er hat mir das hier geschickt, um euch willkommen zu heißen. Mit den Fehlern war inzwischen über.
Clarell wartet. Helft dem Inquisitor!